Servus Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy. Aber jetzt habe ich mir mal einen Leidensgenossen mit hier dazu geholt. Guten Tag, liebe Freunde, liebe Leute. Ja, ich bin der Control Time. Ich kenne der Onkel Wolf eigentlich von dem Super Kommentaren Contest, das ich veranstaltet habe, aber abbrechen musste, da der Kanal gehackt wurde. Aber davon will ich nicht weiter labern. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile eigentlich, und wir haben zusammen ja auch einen Kanal mit noch sechs anderen Leuten. Wir sind ja insgesamt acht Leute, glaube ich. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich mit dabei sein darf. Und ja, dann. Ja, in meinem Vorstellungsvideo habe ich versehentlich gesagt, dass wir zu siebt sind, weil ich mir nicht sicher war. Ja, das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Ja, ich habe mir Aber damit. weißt du, wir sind ja eigentlich auch sieben, aber einer von Skype, das sind ja zwei Leute, also. Ja, Moment, ich muss hier kurz den Sound des Spieles ändern, weil du wärmst mir hier gerade die Ohren weg irgendwie. So, jetzt höre ich das Spiel auch schön. Gut. Ja, nur zur kurzen Erklärung. Ich habe heute um, ich glaube, 3 oder 4 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens dieses Spiel schon aufgenommen. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen in ein paar Parts davor. Und ich habe, ja, dann war Forstarbeiten, weil hinter unserem Haus ist ja ein Wald und da haben die gearbeitet, weil der Winter alles kaputt gemacht hat, von wegen Bäume. Deswegen hatten wir Stromausfall und ich habe die Zwischenzeit nutzen können, um ein wenig zu schlafen. Jetzt bin ich topfit, weil ihr müsst wissen, ich war die ganze Nacht lang wach und habe verschiedene Dinge gemacht, so. Ich weiß, du wirst mich jetzt auslachen, aber Heidi aufgenommen, falls du das noch kennst. Heidi. Ja, weil ich bin momentan so auf dem Trip, so alte Serien, boah, geil. Aha. Ja, okay, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte auch die Okay. letzte Bauersucht-Frau-Folge, Nee. ganze Staffel angeschaut, also. Ja, Bauersucht mag ich nicht. Ich glaube, hier war ich schon, Das war der ein Safe. Warpson. Moment, da oben ist ein Schlüssel. Dir auch zur kurzen Erklärung, was man in diesem Spiel machen will. Du siehst hier A+. Man muss versuchen, so schnell wie möglich zu Bandage Girl zu kommen. Da rechts oben sieht man die Zeit. Ich hätte jetzt 14 Sekunden 80 brauchen dürfen. Und wenn ich die Zeit darunter schaffe, dann habe ich A+. Und das wird dann in die 100%-Quote mit einbezogen, weil ich da ja Ah. 100% haben will in dieses Spiel. Und ich sag's dir gleich, dieses Spiel, ich bin kein Typ, der sich aufregt, aber ich war schon ein paar Mal davor. Und das ist gerade mal der Anfang. Okay, Also. mir auf jeden Fall, ich habe keinen Plan, was das für ein Game ist. Ich bin hier einfach als Duo Ja. Commentary halt mal dabei, oder? Und Ich habe auch keinen es ist Plan, immer es das ist. gleiche Level, oder was? Nein, es gibt andere Leveln auch noch. Ach ja, stimmt ja. Oh, jetzt spackt er wieder so rum. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber. Wow! Shit! Ja, er springt manchmal nicht. Das ist das Dämliche an der ganzen Sache. Und das erschwert mir das alles ungemein. So. Oh! Scheiße! Oh. Ja, shit, er springt nicht. Oh. Ah, leck mich, Meat Boy. Ja, wat? Ja. Er springt nicht, was soll die Kacke? Oh, zum Glück ist gerade keiner da. Ich kann so laut sein, wie ich will. Ich sehe alles über Skype-Übertragung. Ah! Übertragung. Bandage Girl! Yes! Haha. Oh. Also man. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber Meat Boy springt manchmal nicht. Es liegt nicht an meinem Controller, obwohl ich da schon den Knopf so sehr gedrückt habe, dass der direkt eingepresst ist. Aber bei allen anderen Spielen funktioniert er einwandfrei. Ja. Wie zum Beispiel bei Pokémon habe ich keine Probleme. Mega Man habe ich Was hast du gespielt. denn für einen Controller? Ein Xbox 360 Controller verwende ich. Aber kein hundertprozentig Original, sondern ein bisschen einen anderen. Der hat ein bisschen andere Form. Der liegt besser in der Hand. Finde ich zumindest. Du zockst auf dem PC. Oh, fuck! Scheiße, Mann! Oh, Und du leck zockst auf dem mich. PC. Ja, das hier ist ein PC-Spiel. Natürlich Und auch was? für meine Variabilität. Vorausgesetzt, das Wort gibt es. Weil ich nicht nur hundertprozentig auf Retro spezialisiert bin. Ja. Ja, ich liebe Retro, aber so etwas PC-Games können auch sein. Und dazu zeigt mein Laptop und mein. Ich sehe da oben ein Pflaster, das will ich doch haben. Da zurzeit Und mein Laptop und mein Videograbber kaputt sind, kann ich leider nicht Donkey Kong weitermachen. Ja. wie kannst du den Controller an dem PC oder Laptop oder was du auch hast, anschließen? Kannst du das? Ah,
Ja, kann ich. Hat USB-Anschluss. Du siehst da oben das Pflaster. Wir wollen natürlich 100% haben, deswegen müssen wir auch Pflaster einsammeln. Ja. Das Gute ist, hier habe ich schon ein Plus gesammelt. Das heißt, ich muss mir jetzt keinen Stress mehr machen, von wegen, ich muss mich beeilen oder so. Das heißt, ich kann mir jetzt Zeit Ja. lassen. Okay, abpassen. So, und jetzt schnell zum Bandage Girl. Danke. Yes, Mann. Geil. Du, aber weißt du, ich wollte auch schon immer meinen PS3-Controller anschließen, aber hey, ich komme voll nicht raus. Oh! Oh! Ihr Entwickler, ihr habt einen Dachschaden. Wow! Hast du gehört? Ja, habe ich gehört. Du wolltest den PS3-Controller. Wow! No! Controller anschließen. Bombe! Bombenalarm! Yes. Ja, Ich weiß die Baller mit eigentlich Raketen. immer, wo diese Schweine sind. Die Baller mit Raketen auf ein Stück Fleisch, also. Was sind das für Waffenfanatiker? Das war dämlich, ja, habe ich selber gemerkt. Pff, toll. Vor allem das Weiße ist Salz. Die Stage heißt nicht umsonst Salt Factory, also Salzfabrik. So. Oh, da oben ist ein Pflaster, das will ich doch haben. Oh shit. Was erwarte ich nicht anderes von dem Spiel? Es ist böse, es ist gemein, es ist hinterhältig, es tritt mich so in den Arsch. Ich liebe es. Komm, komm, komm. Ja, genau so. Oh. Lass dir doch nicht so Zeit, du. Welcher Eumel sitzt denn da? Knallen wir mal Raketen ein Stück Fleisch ab. Schieß! Scheiße. Naja, okay. Oh, der. Nein! Du Oh, nicht! shit. Nein. Herrlich, herrlich. Oh Mann, wie sehr ich es doch liebe. Oh, Meatboy springt nicht, aber ich hole mir zuerst sowieso das Pflaster, das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Okay, ich will hoch da! Springst du mal? Spielst du mal? Wow. Okay, ich habe einen Plan. Ja. Oh, Achtung, Pläne. Pläne von Onkel Wolf. Die wirken meistens. Brenzlig. Nimm es doch! Nimm dieses Der kann mir Hübsch. gar nichts. Ich bin der Onkel Wolf, ich bin Meister des Nimm doch das Retros. Schwein! Das Du hast ist. es nicht genommen! Oh fuck, ich spring genau rein. Ich sagte doch, du sollst es holen! Übrigens ist das kein Schwein, das ist keine Ahnung, auch ein Stück Fleisch. Sieht mir mehr aus wie Zuckerwatte. Auf jeden Fall ist das Bandage Was? Girl. Das sieht doch aus wie ein Schwein! Ja, es ist der Meat Boy hier, ist einfach ein Stück Fleisch. Und Bandage Girl sieht eigentlich genauso. Ja, deswegen heißt das Spiel auch Super Meat Boy, also Super Fleischtyp. Ja, Ah! nimm doch jetzt das Schwein! Wieso nimmst du es nicht? Weil ich zuerst das Pflaster da oben haben will, das gehört zu A plus dazu. Aha. Okay, nicht zu Aha. A plus, zu 100%. Ich muss die Stage jetzt sowieso nochmal machen, da ich keine Plus habe, aber es ist mir scheißegal. Das sieht aus wie ein Schwein. Da, guck dir Replay an, das ist ja wohl das Geilste im Spiel. Wieso hast du so viele? Ja, das sind die gescheiterten Versuche, die werden da ja auch mitgezeigt und das finde ich so geil hier in dieser Replay. Na So. ja, das ist geil. Oh, schon letzte Stage online, das heißt. Oh. Ja, nachher geht's in die Dark World. Ah, Zur kurzen Erklärung, die Dark World ist schwerere Versionen dieser Stages und ich sag's dir, diese Stages haben es drauf. Oh, er springt nicht! Oh, sie. Normalerweise gebe ich ja nie die Spielfigur die Schuld, aber hier in Super Meat Boy gebe ich ihm die Schuld, weil ich habe natürlich mehrere Spiele getestet mit dem Controller und da funktioniert Ja. alles einwandfrei, nur hier in diesem Spiel nicht. Ja, das ist Der abhängig, aber. springt nicht rein da. Vor allem, was ich in den anderen Videos auch gesagt habe, was war denn das? Ja, was war denn das? Nun gut, was ich eigentlich dich fragen wollte, bist du eigentlich ein Wrestling-Fan? Ich habe Wrestling 2013 WWE, also das Fick Game dich. erst gerade gekauft, also kannst du dir ja vorstellen. Also, kein Wrestling, also. Nicht so ein großer Wrestling-Fan. Ich war auf jeden Fall noch damals Wrestling-Fan von früher, so 2005 bis, Ich war 2009 war ich sehr, also. ja, von 2005 bis vor kurzem eigentlich. Willst du da rein? Scheiße, habe ich jetzt ein Hä? Plus? Jetzt muss ich gucken, ich habe dich schon wieder zu schnell weggedrückt, das passiert mir manchmal. Also, was ist jetzt mit Wrestling? Auf jeden Fall, es ist ja, wir schreiben heute den 8. April. Und natürlich, wie das im April immer so ist, ist WrestleMania. Und falls dir der Name der Undertaker was sagt. Oh Scheiße, ich hab keine A-Plus wiederholen. Ja, den kenne ich logisch. Das ist der mit dem Geisten Eintritt ist der.
Der den Hut dann und die Augen dann Ja, verdreht. und er ist ja ungeschlagen bei WrestleMania. Also er ist 21 Mal angetreten und 21 Mal hat er gewonnen gegen alle möglichen Gegner. Ja. Und natürlich ist jetzt etwas passiert, was die Welt schockiert hat. Der Undertaker hat bei WrestleMania verloren. Ja, das habe ich Yes. auch mit, das habe ich auch so ganz minimal mitbekommen irgendwie. Ja, aber er hat gegen ein totales Arschloch verloren, gegen Brock Lesnar, den ich überhaupt nicht mag. Okay, für Ja, hast du irgendein Wrestling Game? Hast du eines? Wrestling Games habe ich so einige. Das kann ich. Also hast du 2013? Ja, habe ich, glaube ich. Auf Xbox. Xbox 360. Oh nein, das war die. Oh, ich erinnere mich. Was? Was ist Ah, jetzt? du wirst dir wahrscheinlich, du wirst dir wahrscheinlich denken, warum ich lache. Wenn du dir Ja, meine ich Super Meat weiß. Boy Videos anguckst, wirst du verstehen, was ich meine. Also wenn die Videos hochgeladen sind, die sind ja hier noch am Rechner. Oh, okay, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn es jetzt nicht wird, dann kacke ich auf die Warp Zone hier und gehe weiter in die Dark World. Oh Mann, meine. Hä? Ja, zur Erklärung. Ich muss da auf diesen. Er springt schon wieder nicht. Ich muss da auf diesen kleinen. Er springt schon. Okay, er ist zweimal nicht gesprungen. Das lasse ich nicht gelten. Ich muss da auf diesen kleinen Dingens darauf, auf diesen kleinen viereckigen Block. Und Ja. von da aus muss ich dann rüber zum nächsten Block springen, also zu den ganz rechten da. Das Ja. Problem ist, Meat Boy kann nicht so weit springen, nur wenn er sich von der Wand abstößt. Also muss ich da jetzt hier rechts an dieser Wand, also hier die rechte Seite, muss ich mich abstoßen, damit ich an das Pflaster da oben rankomme und an den Block darüber und dann von da aus da ganz rüber zum Oh, Girl. der schafft es nicht direkt auf den nächsten Block. Und das Problem ist, weil ja Meat Boy nicht springen will, ist das natürlich unwahrscheinlich schwer. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich, weil er da die ganze Zeit so rumdanzt, weil er zeigt, dass er Breakdance muss. Weißt du was? Fick dich, Warps, und ich gehe in die Dark World. Lalala, wo ist sie denn? Einmal X, Dark World. Kurz vorbereiten. Hände knacken lassen. Ja, ich hab Wrestling auf PS3, oder? Und ich habe das gekauft. Und dann wollte ich mal eine Runde online zocken, ja, wie man es gewohnt ist halt, oder? Und ja, dann gibt es da so einen Code bei PlayStation 3, dass man den eingeben muss, dass man online zocken darf, kann. Und dieser Code ging einfach nicht. Ja, Dann sowas dachte ist ich, ja, scheiße. wahrscheinlich, oder? Habe ich gerade die Firma angerufen, wo ne, die mir das verkauft haben. Du kannst ihn schon Ja, weiterzocken. Troy, Und tut ja. mir leid, dich kurz unterbrechen zu müssen, aber da ich ja auch auf den Ofen achten muss, das ist ja bei mir üblich, weil Hausarbeit und so weiter, werde ich hier einen ganz kurzen Schnitt machen. Ich komme dann gleich wieder. Gut. Okay, auch für euch, Leute. Kurzer Schnitt. Hallo. Da sind wir wieder zurück. Also, ich habe denn noch was gelabert. Du kannst es auch drin lassen, wenn du willst. So. Hallo. Du Okay. kannst es auch drin lassen, anstatt zu schneiden. Nee, Ich habe noch was. ich habe Ich das, habe noch ich was. habe die ganze Zeit pausiert gehabt, also das hört man nicht. Okay, ich bereite mich mental vor. Kein Bock. Okay, los geht's. Puh. Ach so, das. Ja, nein, Was? das zeige ich. Das zeige ich dir jetzt Du. noch. Das zeige ich dir jetzt noch schnell. Ich muss ausweichen. So, jetzt nochmal. Rein da. Und hier kann man andere Charaktere wählen. Hier haben wir Ogmo, der Doppelsprung kann. Nimm Gollum, der, das ist Gollum. Das ist die Headcrab. Headcrab. Dann haben wir Joseph und hier haben wir noch. Oh. Batman, Chill. Batman. Chill. Was? Batman. Pervert, klar doch, ein perverser. Batman. Ein perverser Sack ist das. Ja, steht doch darunter, Pervert. Lest doch. Da, Pervert. Und das heißt Perverser. Oder Ja, stimmt. Perversling. Ja, zur Erklärung, der ist Schuhfetischist, also das wirst du in meinen Videos sehen. Oh, okay, los geht's. Das ist irgendeine Ketchup-Figur. Scheiße. Oh, scheiße. Was machst du denn Ich da? muss da in die Lücke rein. Also zwischen Salz und Kreissäge, ansonsten bin ich tot. Also hier zur kurzen Erklärung, tot. Das heißt, ich muss da genau in die kleine Lücke rein.
Das darfst du nie in your life mal. Wie war das nie in your life? Oh scheiße, da hab ich mal im falschen Moment gesagt. Schlüssel? Gut, dass du es gesagt hast, okay, darunter. Und drüber. Nein, das war dumm! Habe ich selber schon gesehen, ja. Hey, eben. Dann habe ich schon angerufen, wo ich das Game gekauft habe und habe gesagt, ja, der Online-Code geht nicht. Und dann sagten sie, ja, das ist nicht ihr Problem, ich muss da mit der PlayStation 3 Kontakt aufnehmen und mit so. Mit der PlayStation? Scheiß. Mit der Konsole musst du Kontakt aufnehmen. Und dann wollten sie noch behaupten, ja, das hat sicher schon mal jemand benutzt und du willst einfach nochmal einen Code und so. Und da dachte ich nur, wahrscheinlich, oder? Dabei war es nicht so und... Ja, solche Online-Gaming-Fatzken von Support-Typis, was auch immer ich damit sagen will, sind schon etwas seltsam, aber die versuchen auch nur einen Job zu machen und die werden ja auch oft genug bestimmt übers Ohr gehauen. Also, Ja, wow! Das stimmt schon. Aber deswegen könnte man mir trotzdem einen Code geben. Yes, A+, geil! Ich kann nicht online zocken. Ich kann auch nicht einfach einen Code holen, weil... Wenn ich will, dann muss ich mir eine 50 PS-Card kaufen, um dann dort den Code runterzuladen. Aber auf das habe ich irgendwie keinen Bock. Mhm. Na gut, ich spiele sowieso nie online. Also für solche Dinge, ich habe ja zwei Brüder, also da ist das kein Problem. Ich spiele beides, also online und... Okay, erste Dark World geschafft. Oh, 2 Sekunden länger und ich hätte so geschrien. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ich bin ein Seher. Wie lang sind eigentlich deine Parts? Normalerweise 20 Minuten, da du aber Gast... Okay. Fuck. Da du aber Gast bist, werde ich aus diesem Mal ein... wie hättest du es lieber? 25 oder 30 Minuten? Okay, und wann geht das denn bei dir zum Hochladen? Ich weiß, PC Games sind viel schneller zum Hochladen. Ich weiß auch nicht, wieso... Ich sagte, ich hatte mein Vorstellungsvideo auf dem Zockersofa-Kanal. Ich sagte, das Video ging etwas über 5 Minuten und das ging einfach mal 40 Minuten zum Hochladen und... Was? 40 Minuten? Das ist einfach nur Scheiße, oder? Was? Aber das ist wegen dem PS3-Game, oder? Oh. Oder, ey, du hast ja mit Camtasia, oder? Ja. Ich nehme alles mit Camtasia auf. Oh, und, fick dich. Und wie renderst du das? Also in welchem Format? MP4. Ja, welcher MP4? Fick dich. Im... 720 Pixel, glaube ich, ja. Es gibt einmal 360 und einmal 720, mehr habe ich nicht. Deswegen habe ich auch damals das Video, welches ich gemacht habe für den Kings Kommentatoren Contest, habe ich nicht in 1080 Pixel machen können, weil das einfach nicht zur Verfügung stand, verdammt. Ja, ja, ich habe mir da mein eigenes Ding, oder? Aber PS3, das ist einfach viel zu lange, ich weiß auch nicht wieso. Das ist einfach nur Scheiße, aber komm. Ich weiß. Einmal die Woche, also dann. Das macht das mir gar nichts aus. Ah, ich weiß noch. Kannst ja über Nacht hochladen. Könnte ich ja, weil mein Rechner läuft sowieso Tag und Nacht. Und jetzt komm schon, Meat Boy, danke. Bei meinem alten Let's Play Kanal, der kanntest du gar nicht. Mhm. Dort habe ich auch immer über Nacht. What the fuck? Das schaffst du nie. Das schaffst du nie in deinem Leben. Leute, wie gern hätte ich jetzt einen Titankiefer, ich würde so meine Mauer zerbeißen. Oh, dieses Spiel. Meine Mauer zerbeißen. Ich würde jetzt so sehr auf Granit beißen, das im wörtlichen Sinne. Oh, wie gern würde ich das jetzt tun. Einfach so raus auf die Straße gehen, wehrlose Kinder zerfetzen. Oh. Kinder. Wäre das jetzt geil. Ich komm gleich. Oh. Ja, man merkt, dass ich lache, weil ich bin natürlich ein Mensch, der was Computerspiele betrifft, kann man mich fast nichts aufregen. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich gegen meine Brüder Mario Kart spiele, da rege ich mich sehr, sehr schnell auf. Wenn ich verliere und auch noch wegen unfairen Mitteln, wenn ich die ganze Zeit erster Platz bin und mich dann ein Stachelpanzer, ein blauer, ein Blitz und alles mögliche trifft, also dann rege ich mich so richtig auf, aber ansonsten... Hat es noch nie irgendein Computerspiel geschafft, mich so richtig aufzuregen, dass ich regelrecht rumbrülle und rumschreie vor lauter Zorn. Also das hat bisher noch nie ein Spiel bei mir geschafft. Das war auch der Grund, warum ich mir unter anderem dieses Spiel hier gekrallt habe, weil vielleicht schafft es das ja. Und vor allem ist es eine Herausforderung und natürlich, der Onkel Wolf liebt Herausforderungen. Und zwar sowas von... Oh... Naja, bloß nicht. Oh, scheiß die Wandern, was für ein krankes Level.
Troy ist natürlich auch schon abgehauen, der kann sich den Onkelwulf nicht mehr ansehen, dieses ganze Gefehle hier. Oh. Oder Troy, bist du noch da? Ich glaube, der spricht gerade mit seinen Kollegen! Okay, ich bin... Was war das, Meat Boy? Warum springst du nicht? Ja. Komm ich durch diese Stage jemals durch? Bis jetzt sieht es nicht so aus. Oh, bitte. Oh, ich bin wieder da. Oh, tut mir leid. Du hast... Du hast eine Menge Gefehle verpasst, aber das kannst du dir alles im Video angucken, hey! Okay. Ich weiß nicht warum, aber mir geht es gerade total gut. Ich weiß, ja? Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie so ein... Ja, du hast geschlafen, also darum. Gib mir ein schweres Spiel und ich lache drüber, ich lache mich selber aus. Oh mein Gott. Vor allem... Oh, fick dich. Vor allem... Ja... Habe ich ja auch Rosenkreuz-Stelette Let's Played und dieses Spiel ist auch nicht gerade bekannt für seinen Leichtschwierigkeitsgrad. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich schwer. Aber nein! Die letzte Säge! Ich könnte kotzen! Oh! Team Meat, was habt ihr geraucht, als ihr das Spiel gemacht habt? Ganz im Ernst. Egal, was ihr geraucht habt, ich will es auch gerade haben. Oh, ich sitze hier und lache. Warum weiß kein Schwein? Oh, wie gern würde ich jetzt mir Heidi angucken. Heidi, ah, Heidi, deine Welt sind die Berge. Oh, dieses Lied geht mir einfach seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Ja, weißt du, die Heidi, die kommt von der Schweiz. Ja, das weiß ich. Früher dachte ich immer... Oh! Bloß keinen Fehler machen. Nein! Ich kann hier ruhig rumpullen, das ist mir jetzt scheißegal. Ich bin auch aus der Schweiz. Vom Schwitzerland! Ja, ja, oder vor so. Schweiz, vor Schweiz. Oh shit, ich kann kein Schweizisch oder Schweizerisch. Aber ich... Nein, ich bin wirklich aus der Schweiz. Also. Oh, ja, das weiß ich. Obwohl wir eigentlich Nachbarn sind, weil ich bin aus Österreich. Und was grenzt an Österreich? Logisch, Jugoslawien. Oh. Oder? Grenzt Jugoslawien wirklich an Österreich? Ich glaube nicht. Eigentlich wollte ich Afghanistan sagen, aber Jugoslawien kam mir dann eher in den Sinn. Du wärst einfach so heftig. So heftig, oder? Die Replay von dieser Stage wird so geil. Ihr werdet so viel zu gucken haben. So viele Meat Boys, die sterben. Aber ich bin noch lange nicht am Verzweifeln. Ich bin noch lange nicht mit meinem Latein am Ende. Im Gegenteil, ich habe sogar noch richtig Spaß. Yes, Mann! A+, nie wieder diese Stage. Geil. Endlich, Mann. Guck dir das an. Mega viele Fails, ne? Das wird in diesem Spiel Standard. Das ist gerade mal die dritte Stage. Also, es gab die erste, diese grüne Welt, keine Ahnung, was das ist. Dann gab's das Hospital. Mhm. Und jetzt die Sword Factory. Oh! Moment. Hihi! Oh, wow. Leckt mich am Arsch! Da ist denn da alles rot? Das ist so ein Effekt der Dark World, okay. Ich hab das... kannst du mir helfen? Siehst du, der kann Double Jump. Ich hole mir zuerst sowieso das Pflaster. Dafür ist er natürlich ein bisschen langsamer als Meat Boy. Wow. Schön Zeit lassen. Kein Stress. Ah! Okay. Kein Stress. Die Musik ist episch bis zum geht nicht mehr. Ich höre einfach gar nichts. Geil. Pflaster. Ja, ich habe sie auch nicht so laut gestellt. Ich werde... Im Video wirst du sie wahrscheinlich sowieso hören. Ja, da die Replay brauchst du sowieso nicht lassen. Jetzt Replay Level als... Oh! You unlocked 8-Beat Meat Boy. Jo, wahrscheinlich, oder? So, jetzt mit Ogmo Speedrun hier. Ah, Schlüssel und zurück. Ich bin gerade an eine Sprachnachricht an den Kumpel Swissmate. Ja! Oh, danke. Und Swissmate, willst du irgendetwas an den Abonnenten von Onkel Wolf sagen? Ja.
Also ich mache gerade Sprachnachricht, wenn ihr das hört, dann vielleicht macht er eine Sprachnachricht. Willst du noch Grüße an ihm sagen? Ja. Wir sind gerade an einer Aufnahme. Ah! Ja, was machst du denn? Okay, ich bin über 25 Minuten. Shit, das war dämlich. Das heißt, ich werde hier einen 30 Minuten Part draus machen. Yay! Okay. Komm schon, Ogmo! Und ja, der Kerl heißt Ogmo, also. Das ist kein Schimpfwort, kein neues. Oh, er ist ein Ogmo. Oh. Jetzt komm schon! Du willst Bandage Girl retten, also beweg deinen Arsch darüber. beweg deinen Arsch. Da hinten wartet ein Sexy Girl auf dich. Und jeder liebt Sexy Girls. Jeder liebt Sexy Girls, ja! 16,50, wie lange habe ich denn gebraucht? Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geguckt. Du hattest nicht so viele Versuche dieses Mal. Ja, nicht jede Stage ist hammermäßig schwer, aber ich wette, da kommen noch Stages, die reißen mir so den Arsch auf. Was? 16,60? Moment mal. Ich hätte eigentlich keiner Plus haben sollen. Ich habe aber auch Plus. Oder wie, hör mal, wer da hämmert. Moment, 16,40? So wie Goofy. Nun gut, ey. Wenn das hier glänzt, dann sieht man, dass man da A-Plus hat und dass da alles erledigt ist. Und da rechts unten, das siehst du ja bei... vergleich mal das ganz linke und das ganz rechte Level. Da rechts unten siehst du einen kleinen weißen Fleck. Das ist ein Pflaster, welches wir gesammelt haben. Okay, nächste Stage. 20 Sekunden. Oh Gott. Oh. Oh. Halleluja. Was war das denn? Ja, das war... Meat Boy war gefangen. Oh. Wehe. Durch. Scheiß auf alles, Meat Boy. Hörst du das? Ja, höre ich, du. Schlägst... Nein, gegen dein Mikro! Ja. Oh! Fuck it! Vor allem, ich merke gerade, das ist das erste... Toll. Richtige Let's Play, also es ist das erste Let's Play, wo ich so richtig lache. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie bin ich... Ja, ich habe ihn vorhin noch nie richtig gehört. Oh, bin ich ein Masochist oder irgend sowas? Oh! Oder wer liebt es, Schmerzen zu bekommen? Samuel Michael. Wer liebt es, die Schmerzen abzubekommen, der Sadist oder der Masochist? Ich glaube, der Masochist ist es. Ich verwechsel die beiden gerne mal. Wer? Wer teilt lieber Schmerzen aus und wer steckt sie lieber ein? Der Sadist oder der Masochist? Nee. Durch! Na komm schon! Kennst du Disney große Pause, die Zeichentrickserie? Ja, wer kennt das nicht? Okay, da habe ich jetzt gerade auf Facebook gesehen, dass das ein paar Leute in Real Life nachgemacht haben. Also einfach die Vorspann, weißt du? Oh Gott. Oh Gott. Das ist, was ich einfach reinziehe. Vielleicht werde ich das sogar auch. Oh, Meat Boy springt schon wieder nicht. Oh, göttlich. Ach. Oh, göttliche. Man kann nicht irgendjemand kommen und mir helfen. Sailor Moon, schmeiß doch deinen Mondstein auf Meat Boy und zertrümmer es. Das Level musst du einfach packen. Oh. Onkel, das musst du einfach packen. Ich packe alles, weil ich habe einen wahnsinnig hohen Ehrgeiz, was Computerspiele betrifft. Und ich glaube, das wird mir in diesem Spiel zum Verhängnis. Darf ich dir mal ein Spiel vorschlagen, das du zocken musst? Das musst und ich darf dabei mit zusehen. Kommt darauf an. Ah! Es ist ein Browserspiel, also du musst es nicht herunterladen. Jawohl. Du musst einfach auf Google... reinschreiben, das schwerste Spiel der Welt. I wanna be the guy. Was? I wanna be the guy. Ich will der Mann sein. Ja. Ja, das habe ich verstanden. I wanna be the guy ist angeblich das schwerste Spiel der Welt, wobei das eigentlich gar nicht stimmt. Es gibt zigtausend andere Spiele. Ich will das schwerste Spiel der Welt angeben. Ja. Und ich darf mitkommentieren und ich will mir so ich werde mich so einen Lachbash gehen, wenn du dich so aufregst, denn ich habe das gezockt und ich habe es nicht weit geschafft. Und ich habe das auch geletztplayt und ich sag dir, ich war nur kurz vor einem Ausrasten, weil das einfach nur so ein Geduldsspiel ist und ich hasse sowas. Also, back to the map. Mal das Ketchup.
Ist das jetzt ein Ketchup oder ist es irgendeine Sau? Das ist einfach ein Klumpen Fleisch. Oder wisst ihr was, Leute? Ich gehe einfach mal hier in diese. Oder ne, nicht in diese Dark World, ich will hier raus. Ich will eine geile Abschlussmusik. Und das ist nun mal die Dark World hier, weil wir sind bei 30 Minuten, sind sogar ein bisschen darüber, ein paar Sekunden, aber es ist mir egal. Zum Thema I Wanna Be The Guy werde ich vielleicht irgendwann mal, das weiß ich nicht so genau, ich habe sehr viele Projekte, die ich noch geplant habe, wenn ich hier so sehr auf meinen Desktop allein, oh, die werde ich aber nicht verraten, muhaha. Aber nun gut, vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht. Okay, warte, der Kumpel macht jetzt gerade ein Audio, eine Sprachnachricht. Ja. Und jetzt müsst ihr dann hören. Liebe Grüße von Swissmate. Hallo zusammen. Ja, wir haben was gehört. Natürlich alles schön in meinem Let's Play. Ist schön unprofessionell und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist egal. Das war mal heute der extra, mega, super, geile, überlange Part von Let's Play Super Meat Boy mit ausnahmsweise mal einen Gast dazu. Das hat einfach zu geil getönt. Sag nochmal, wer du bist, dein Kanal und Punkt, Punkt, Punkt. Also ich. Ja. Ja, mein Kanal ist leider nicht mehr tätig, weil ich ja gehackt wurde und darum hatten wir die Idee, das Zockersofa zu erstellen und das Sofa ist ziemlich groß, weil 8 Leute drauf Platz haben. Und, ja, anstatt mich zu abonnieren mit 106 Abos, geht lieber auf den Zockersofa-Kanal. Oder abonniert mich, je nachdem. Wie? Oder auch nicht. aber macht es einfach. Ja. Abonniert das Zockersofa, abonniert den Onkel Wolf, abonniert alle im Zockersofa. Ich würde sagen, das war... Like das Video hier, like das Video hier. Ich würde sagen, das war Let's Play Super Meat Boy, der mega lange Überpart mit der Onkel Wolf und... Und wie lange, warte, wie lange hast du 32 jetzt Minuten jetzt. Um zu hochladen, meine ich? Weiß ich nicht, auf jeden Fall brauche ich nicht lange für solche Parts. Ich habe schon ein 4 Stunden Pokémon Training gemacht, das hat... Ich glaube, eine halbe Stunde gebraucht, keine Ahnung. Was? Ja. Ja, um das Video nicht noch länger auszuzögern, das war Let's Play Super Meat Boy. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns das nächste Mal. Pfiat euch. Pfiat euch, was? Pfiat euch. Was? Pfiat euch, das heißt auf Wiedersehen im österreichischen Dialekt. Okay, und ich sag immer, liebe Soldaten, Ade. Abdreh! So, und jetzt mal Stopp. Fertig.